Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind immer noch auf dem Weg hier mit Freya. Ah, guck mal, der chillt hier auch richtig geil ab. So, ja, ich mach jetzt schon auf. Ah, guck mal hier, die Leiche liegt ja noch. Nice. Ja, Freunde, auf jeden Fall cool, dass ihr wieder am Start seid. Arme Nidhoggar. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggar beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Ja, typisch, typisch. Freunde, gerne mal eine Bewertung da lassen hier auf das Video. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Und wenn ihr Bock habt, macht auch gerne beim Gewinnspiel von meinem Partner mit. Link in der Videobeschreibung, kostenlos. Gerne mitmachen. Ach, hier geht's weiter. Okay. Ach so. Vielleicht kann dein Speer uns rüberbringen. Ja. Ich muss ja noch mal kurz gucken, wie wir langkommen. Wie wir hier langkommen. Sieht aber aus, als. Nee, kann man nicht. Da kann man nicht unten lang chillen. Wo sind die ganzen Raben? Hier fehlen ja noch so viele. Okay, es gibt Heilung, das heißt, es gibt auch gleich einen Kampf. Mach einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildisvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Ein Himmelsaltar. Okay. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ja. Ruf jetzt bitte Sköll. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder. Aber bringt es die Wölfe nicht auch komplett durcheinander, dass sie irgendwie jetzt in kürzeren Abständen ständig hier den Wechsel machen? Alter, krass, wie das aussieht. Den Wechsel machen müssen? Wir kommen zu dir irgendwie. Hat eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Okay. Zeig. Was hast du drauf? Oh, so aggressiv. So zornig. Nimm meine Bifresse. Auf mich. Ja. Ja, ich muss sagen, Heimdall wird so gut vertont, ey. Respekt an den Kollegen. Mega geil. Oh, shit. Shit. Oh, was für Kühlpapier dir je getan? Oh.
Ich bin enttäuscht. Oh, Scheiße. Oh, shit. Gut, wir beide also. Junge, du mieses Schweine. Oh, halt! Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Es! Der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Nein. Nein. Niemand kommt dir zur Hilfe. Die Mistelkönigin ist lange fort. Wir sind nur noch du und ich und dieser treulose Kopf. Irgendwie erinnert er mich an Hermes vom Kampf her, weil er so schnell ist. Hallo, kämpfen wir! Das Einzige, was er bisher geholfen hat, war, ihn da reinzulocken. Ja. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Vielleicht, wenn er betäubt ist, nicht den Finisher machen, sondern draufschlagen. Okay. Du hast mich echt getroffen. Langsam. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Langsam. Los, das ist schon mega geil, ja. Warte nur auf den richtigen Moment. Mit diesem Pfeilhagel, weißt du? Und dann hatte ich schlimmer in Erinnerung. Na bitte. Eine Rüstung für einen Gott. Schlag zu! Schluss damit! Nein, ich war noch in der Kombo! Wann habe ich dieses Schwert zum letzten Mal benutzt? Schön langsam! Ach, Scheiße! Ich war noch in der Kombo drinnen! Hä? Ich hatte doch einen Lebensstein! Ach ja, ohne Begleiter geht es nicht. Oh, shit, okay. Langsam. Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst. Na los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Schön langsam.
Schlägst zu wie eine alte Kuh. Oh mein Gott, ey. Schluss damit. Nein, weg, weg, weg. Los, schlag zu. Langsam. Mann, ey. Also, Schmerzen habe ich schlimmer in Erinnerung. Jetzt erst die Schnauze, du. Du mehr Sauer. Eine Rüstung für einen Gott. Oh, jetzt ist er sauer, oder? Schön langsam. Weg, weg, weg! Ich bin dran. Yes! Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Perfekt! Yeah, Mann! Langsam! Weg hier! Nein. Es reicht! Schön langsam. Los, schlag zu! Glück! Mehr ist das nicht! Halt! Halt! Warte. Was geht vor sich in diesem leeren Schäbling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Oh Mann. Lass die Scheiße sein, Junge. Du hast dein Mund viel zu voll genommen. Ja? Bist du sicher, Junge? Dumme Sau, du. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Ars. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Oh shit, Junge, was ist eine Reichweite? Nur einer von uns beiden. Ey, ich blocke doch, ey. Und das wirst auf keinen Fall du sein. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Oh
Okay, das bringt gar nichts, das zu blocken. Komm schon jetzt! Das ist nicht, wer du sein willst! Das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Puh, Alter Schwede, Junge. Ey, heftig. Was ein geiler Bossfight. Nicht so krass wie gegen Thor, aber danach kommt direkt dieser hier, oder? Heftig. Vor allem das Geile ist, gerade das Bild, wo er nochmal so sieht, was er getan hat. Ich gucke ja immer wieder so nach Bildern fürs Thumbnail und so weiter. Das Bild habe ich seit Wochen schon gesehen. Seit gefühlt Wochen und Tagen habe ich das schon gesehen. Gut, dass mir das nicht gespoilert wurde mit dieser Ding jetzt hier. Mit dem Ausbruch. Okay, also Heimdall. Heimdall war so wie beschrieben. Ein boshafter, großspuriger Tyrann und schrecklicher Gegner. Sein gutes Gespür war nicht zu unterschätzen und das galt auch für seine Fertigkeiten mit dem Bifrost. Als ich einen Hieb ausführte, der den Kampf hätte beenden sollen, versuchte ich, auf die Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte, dass er geschlagen und es nicht wert wäre, getötet zu werden. Aber Heimdall spürte mein Mitleid und es beschämte ihn. Sein Stolz würde es nicht erlauben, meine Gnade zu akzeptieren, also ließ ich ihm letztendlich keine zuteil werden. Es war nicht meine Entscheidung und doch verspüre ich Befriedigung. Habe ich die Aussage der Nornen nur nun bestätigt oder widerlegt? Keine Ahnung, ja. Ja, erhöht den Nahkampf schon während Weltenverschiebung? Achso, ja. Krass. Einmal platt gemacht, ey. Heftige Bosswelle. Heftiger Boss. Na, Mimi, hast du nichts zu sagen? Als komische Stimmung irgendwie gerade, muss ich sagen. Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie war es auch... Ich weiß nicht, das ist der Kratos, den wir kennen, oder kannten, besser gesagt, von früher. Ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Dafür hat man Kratos damals abgefeiert. Genau dafür, dass er einen Gott nach dem anderen platt macht. Einfach um seine Rachedurst zu stillen. Schnauze hier, was für Allvater, Junge. Ja, also, Ratenfleisch, ich bin schon wieder deinem Hinterhalt. Freya ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn, aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Der Move ist so geil. Ah,
du bist einer von mir. Ja, was soll das werden, ne? Ey, diese Bifrist-Diskos, die sie da haben, ey. Oder Bumerang, ey, die will ich auch haben. Ich will auch so einen Bumerang haben. Ich meine, warum nicht, oder? Nein, ich wollte ihn noch... Finishen wollte ich den. Jetzt heilt er sich wieder! Let's go, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt geht's richtig los hier. Also wir machen schon deutlich mehr Schaden, seitdem wir diesen Set-Bonus haben, oder? Oder bin ich mir das wirklich nur ein? Nein, das ist nicht. Sobald diese L1-Dreieck-Attacke an ist, ja, dass sie... Waffen richtig auf Betriebstemperatur sind, dann geht's richtig ab. Yes! Jawohl! Ja, Mann! Die Tür ist auf! Kannst du laufen? Na, ich weiß nicht. Aber ich versuch's. Nein! Bleib da! Wir finden eine Lösung! Ja, dann halt nicht. Tragen tue ich den nicht, ja. Wir müssen hier weg. Ich muss hier erstmal beenden. Freunde, ey, richtig geil. Richtig geiler Boss war jetzt. Heftiger Moment mit Kratos. Wir hören uns beim nächsten Mal gerne. Freunde, Daumen geben, Liken geben, Liken da lassen, Mensch. Daumen nach oben geben, ey. Freunde, wir hören uns. Haut rein.